Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dishonored 2. Ja, wir kommen hier aktuell nicht durch. Also ich wüsste nicht, wie wir hier durchkommen könnten. Wir müssen irgendwie von hinten her. Das heißt... Ja. Ich gehe also nochmal zurück. Dort hinten kann ich hoch, aber ich glaube, ich kann auch von der anderen Seite durch. Ich glaube, es ist aber besser, wenn ich hier durchgehe. Toll, das Artefakt ist hier oben. Was will ich da oben damit? Kurzen Test. Die Rune ist dort hinten, da komme ich aktuell nicht hin. Da müsste ich an der Wand vorbei. Ja, okay. Ich warte, glaube ich, bis der hier vorbeigeht, oder? Toll. Geht der überhaupt vorbei? Steht direkt dahinter. Oh, hier geht's ja nach unten. So, erstmal. Boah. Aber jetzt frage ich mich, ob Sie überhaupt wissen, wo Sie gerade sind. So kriegen Sie mich nicht wieder raus aufs Land. Ah, Mist. Den Typen kriege ich so nicht. Ich muss schneller sein. Was leider sehr schwer ist, wenn der hier die ganze Zeit hin und her. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Der müsste mich von hier ja nicht sehen können, oder? Der schaut ja in die andere Richtung, habe ich gemeint. Oder? Ich weiß, er stand direkt dahinter, das heißt, er müsste... Ekelhaft. Mechanische Soldaten, bewegliche Wände. Okay, habe ich geschafft. Keiner hat was mitbekommen. Ich leg dich einfach mal hier auf der auf der Treppe ab. Da rein gehe ich nachher. Das sieht mir so nach einem Glaslabyrinth aus. Ich freue mich jetzt schon darauf. Aber erstmal. Die Nachtsicht ist hier, glaube ich, angebracht. Na gut, hier liegen schon mal ein paar. Was ist das hier? Ach, eine Nagel. Die können wir eigentlich auch öfters benutzen. Die wäre hier sehr praktisch gewesen. Wie komme ich nochmal ins Menü für... So, nur wie kann ich das nochmal benutzen dann? Ah, okay. Luft ist schwer heute. Lässt einen kaum atmen. Sie mögen glauben, dass Sie meinen Fehlerwerken entkommen, aber stattdessen werden Sie mir nur neue Erkenntnisse liefern. Okay, der müsste jetzt eigentlich ausgeschaltet werden. Nur keine Hektik. Oh nein. Oh, das sah doch ein bisschen schmerzhaft aus. Ein Fahrstuhl, hier ist ein Knopf für den Ausgang. Okay. Du setz dich mal hier hin. Oder davor, ist mir auch egal. Oh. Ich glaube,
Sie kommt jetzt in meine Richtung, wirklich? Okay, die ist wieder am Putzen fleißig. Wo ist der Typ? Der schaut in die... Ach. Ich will noch nicht in den Fahrstuhl, das wäre mir noch ein bisschen zu früh. Vielleicht gehe ich außen rum. Weil dann kann ich den anderen holen. So, wo will mir denn hier das Spiel sagen? Hier ist was. Hier oben. Da komme ich aber nicht hin. Aktuell. Bedeutet, ich nehme den hier raus. Ist auch weiter oben. Das ist dort hinten. Aktuell nur noch die drei. Okay. Und dann, die kann ich aktuell nicht erreichen. Passt. Dann lasse ich es auch. Wieder mal ein Schnellspeicherpunkt. Nur um sicher zu gehen. Dann vielleicht noch die Nachtsicht. Ich könnte ein bisschen... Leben vertragen. Das ist eine gute Idee, ich weiß nicht. Kann mir einer sagen, wieso das nicht geht? Kommst du heute Abend mit? Also das raff ich jetzt gar nicht. Bedeutet, ich probiere es halt auf die andere Weise. Radikal wie immer. Einfach noch nicht aufzuwischen. Bei meiner Autopsie werde ich der angeblichen Degeneration der Coordinates auf den Grund gehen. Danke. Schön, dass du das machst. Du könntest mal nachschauen, wieso die Leute hier so sich nicht betäuben lassen. Stimmt doch was nicht. Das ist doch was falsch mit denen. Ich weiß nicht, ob das Spielen manchmal einfach ein paar Macken hat oder ob das so gewollt ist. Wenn es so gewollt ist, weiß ich nicht wieso. Sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Sind mir frisches Obst und Gemüse doch viel besser. So. Passt. Gehen wir. Wir können jetzt eigentlich auf der anderen Seite durch, weil... Hier ist ein weiterer Hebel. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Es ist so... Alles kann was bedeuten, aber auch nichts. Ich mach mal einen Schnellspeicherpunkt und ziehe den Hebel. Könnte sein, dass es hier nach oben geht damit. Ja, hier kann ich mit dem eins nach oben. Ah, der Raum hinter den Wänden. Ah. Also das habe ich jetzt, wusste ich. Alter, wenn hier überall so verschiedene Räume hinter Wänden sind, dann ist es ja zum Kotzen. Weil bis ich da alles gefunden habe. Ich messe ihre Bewegungen. Ich weiß, wo sie sind. Ja, mach das doch. Ich verhalte mich ja auch nur sehr unauffällig. Gab es nicht hier unten? Hier unten ist gar nichts. Kann das sein? Hier ist wirklich nichts.
Wow. Was sagt das Herz eigentlich dazu? Wieso haben so viele so wenig getan? Es sollte nie so weit kommen. Schön. Ach so, hier kann ich das aktivieren. Da kommt nochmal irgendwas Abgefucktes. Ja, gut. Dann lese ich erstmal hier Konditionierung Sokolovs. Oder? Konditionierung? Stimmt das? Ja. Der arrogante Anton Sokolov lässt sich also nur dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner mechanischen Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker. Lange ein Nebenprojekt von geringem Praxiswert. Ist genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie seine erheblich wichtige Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gerne, legendäre Kreativität bleibt intakt. Was für eine Grausamkeit ist das? Ja, wollte gerade sagen. Dank dieser Maschine müssten Sie vielleicht nicht sterben, Jindosh. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, aber was, wenn sie das mit Sokolov schon getan haben, dann ist der gerade auch unbrauchbar. Was? Oh nee. Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier durch ein ganzes Labor... Nee. Das mache ich nicht jetzt. Ich sehe schon, wo das hinführt, ne? Von einem Ort zum nächsten mit ein bisschen Glück, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich hin soll. Nämlich da unten hin. Oh, toll, das wird lustig. Ich frage es, soll ich das jetzt schon machen? Denn weiter oben wird es ja auch weitergehen. Und da oben ist das Labor und Jindosh. Ich habe so das Gefühl, ich muss das hier zuerst machen. Ich weiß nur nicht, wie ich gegen diese mechanischen Soldaten ankommen soll. Das ist natürlich, gefällt mir nicht so. Ja. Oh. Ich will nicht gegen die kämpfen. Auch wenn es das Ganze wahrscheinlich vereinfacht würde. Okay. Ich würde den lieben gerne einsperren. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Schon gut, die Maschine kann so bleiben, wie sie sein. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Die Maschine sieht einfach 360 Grad. Das ist nicht so geil. Ich kann mich weder anschleichen noch vorbeischleichen. Ich glaube, ich müsste nochmal schnell Speicherpunkt und dann hopp. Diese Wiedergabe weist auf einem. Wie weit bin ich hier richtig? Wenn ich hier drauf stehe, wie weit? Ist das eine gute Idee gewesen? Das ist jetzt ziemlich, Lauf schön vorbei. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Okay. Geh bitte vorbei. Danke.
Alter. Toll. Neue Diagnoseschleife. Hier ist nichts. Ich muss hier draufstehen, ne? Habe ich jetzt was aktiviert oder habe ich es nur verkackt? Ich sehe schon, was ich hier tun muss, ne? Ich muss wahrscheinlich die Bretter hier zerstören. Weil ich komme hier aktuell noch nicht durch. Das heißt, es bleibt nur noch... Ciao. Oh, das war knapp. Oh, das war mehr als nur knapp. Okay. Okay, passt. So, mein Pfirsich für die... Alter. Was? Die Blut... Blutopologie der grimmigen Alex. Danke. Ach! Sokolov. Ach, wen haben wir denn da? Das ist natürlich eine Notiz für Anton Sokolov. Mein lieber Anton, ich hoffe, der mechanische Soldat von der Zelle stört Ihre Ruhe nicht. Ach so, das ist von Chindosh. Es ist, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie von einer Geliebten oder so. Ich finde die soliden Schritte und das sanfte elektrische Summen sehr beruhigend. Aber vielleicht sind Sie ja anderer Meinung. In Ihrem Zustand mag es vielleicht sogar unerträglich sein. Besonders, da die Druckplatte zum Öffnen der Zelle so verlockend nah ist. Aber sollten Sie versuchen, aus dem Vorführraum auszubrechen, wie eine faltige graue Ratte, die im Labyrinth ein Stück Käse nachjagt, wird Ihr Steuscherwächter Sie schnell überwältigen. Sie sind ein intelligenter Mann. Ich muss sicher nicht erläutern, was diese scharfen Klingen mit ihrem greisen, hageren Körper anrichten würde. Kirin Chindosh. Hallo Anton. Wie geht's dir so? Kann das sein? Ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Chindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh, ich werde Chindosh bald besuchen, alter Freund. Moment. Bewusstlos. Ach, ich dachte gerade. Ich nehme mal stark an, dass ich den Typen hier rausbringen muss, ne? Stellt sich mir nur die Frage, wie. Im Wagen sind Sie sicherer, Sokolov. Ich schulde Chindosh einen Besuch. Sehr gut. Bedeutet, ich muss erstmal die Druckplatte aktivieren. Ach. Die Frage ist, komme ich auch so einfach raus? Wie ich reingekommen bin. Was? Ja, toll. Sag mal, willst du mich... Das war nicht so gut. Der Typ kommt nämlich direkt hier ums Eck. Das wäre gerade fatal gewesen. Toll, der geht wirklich weiter. Ich hätte ihn vielleicht einfach locker töten sollen. So einen schnellen Kill. Hallo. Du wirst mich nicht sehen, oder?
Bleib mal bitte hier. Ich habe was zu erledigen. Alter! Alter, die Soldaten sind leider ein bisschen sehr over. Ich habe einen Schnellspeicherpunkt gemacht. Glaube ich. Oder? Habe ich was Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich einen gemacht habe oder nicht. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich den töte, ist es wesentlich einfacher. Auch wenn es wahrscheinlich sehr schwer sein wird. Ja, toll. Das hier muss ich nochmal nehmen. Das hier muss ich fressen. Kann ich das überspringen? Nein. Doch, kann ich.